Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Russisches Flaggschiff im Schwarzen Meer schwer beschädigt. Nach einem Brand sei Munition detoniert, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die Besatzung sei gerettet worden. Die Ukraine meldet, ihre Truppen hätten das Schiff mit Raketen getroffen. Unterdessen haben die USA der Ukraine weitere Militärhilfe von 800 Millionen Dollar zugesagt. Präsidenten der Kultusministerkonferenz erwartet 400.000 ukrainische Schüler in Deutschland. Dafür würden 24.000 Lehrkräfte benötigt, sagte Prien dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das sei zumindest dann der Fall, wenn man im Bereich der Willkommensklassen weiter mit kleinen Gruppengrößen arbeiten wolle, so die CDU-Politikerin. Baerbock warnt vor Folgen des Ukraine-Kriegs für die ärmsten Länder. Die Welt dürfe sich nicht von den anderen Krisen abwenden, mahnte sie bei einem Besuch im westafrikanischen Niger. Der Krieg verschärfe die ohnehin schon akute Nahrungsmittelnot in der Region. Proteste gegen Polizeigewalt in den USA. In Grand Rapids im Bundesstaat Michigan sind am Abend Dutzende Menschen auf die Straße gegangen. Ein weißer Polizist soll dort Anfang April nach einer Verkehrskontrolle und einem Handgemenge einen 26-jährigen Schwarzen von hinten in den Kopf geschossen haben. Verdächtiger nach Schüssen in New Yorker U-Bahn festgenommen. Der 62-Jährige soll heute vor Gericht erscheinen. Laut Behörden ist der Mann Polizei bekannt. Das Motiv für die Tat ist weiterhin unklar. Bei dem Angriff am Dienstag waren 23 Menschen verletzt worden. Das Wetter. Heute vom Südwesten bis in den Nordosten Regen, vereinzelt Gewitter. Sonst mal Sonne, mal Wolken oder Schauer. Höchstwerte 10 bis 23 Grad.